Geschafft. Der Zug hat die Puna erreicht. Eine Hochwüste rund 3.500 Meter über dem Meeresspiegel. Falls die Kokablätter versagen sollten, es ist übrigens auch ein Arzt an Bord. Auf dieser Höhe machen wir einen Abstecher in die Quebrada de Humahuaca. Eine 150 Kilometer lange Schlucht in der Nachbarprovinz Jujuy. An ihren Berghängen entlang führte einst ein Inka-Pfad in die Anden. Seit 2003 steht die Quebrada auf der UNESCO-Liste der Weltnaturerbe. Aufgrund der erzhaltigen Felsformationen ist die ganze Schlucht ein riesiges Naturschauspiel. Ein ganz besonderer Anblick: El Cerro de los Siete Colores, der Berg der sieben Farben. Die Bewohner dieser Region fühlen sich noch Pachamama, der großen Mutter Erde, verbunden, dem religiösen und kulturellen Erbe ihrer Inka-Vorfahren. Mitten durch die erhabene Landschaft führt eine Rennstrecke. Zugunsten der mächtigen LKW-Lobby im Land wurde der Betrieb auf der einstigen Bahnlinie durchs Tal eingestellt. Sie war Anfang 1900 von der Provinzhauptstadt San Salvador de Jujuy bis Quiaca an der Grenze zu Bolivien gebaut worden. Ihr Schicksal gleicht dem unzähliger Strecken, die in den 90er Jahren unter Argentiniens Präsident Carlos Menem stillgelegt wurden. Wie in Humahuaca liegen seitdem unzählige kleine Bahnstationen im Dornröschenschlaf. Die Kinder von San Antonio de los Cobres singen, als gehe es um ihr Leben. Sie warten auf die Durchfahrt des Tren a las Nubes. Er kommt einmal in der Woche und mit ihm die Aussicht auf ein paar Pesos, wenn sich seine Passagiere auf dem Bahnsteig für einige Minuten die Beine vertreten. Die Minenstadt liegt auf 3.700 Meter Höhe. Gerade passieren wir eine der wichtigsten Minenstädte des Landes. Hier oben werden Bodenschätze wie Borax, Carbonat, Silizium, Gold und Kupfer gewonnen. Und per LKW in die Welt hinaus transportiert. Wer in San Antonio lebt, ist Minenarbeiter oder hat keine andere Wahl. Nur ganz allmählich tut sich mit dem Tourismus hier oben eine neue Verdienstquelle auf. Mit Jeep- und Bustouren in die weite Puna. Beinahe 8 Stunden dauert nun schon die Zugfahrt. Bisher ohne nennenswerten Halt. In der Station Minas Concordia, der Verladestation einer aufgegebenen Mine, können die Fahrgäste wenigstens vom Fenster aus zusehen, wie die Lok vom Anfang des Zuges an sein Ende umgesetzt wird. Steigen ist nicht erlaubt. So lauten die Sicherheitsbestimmungen. Auf dem letzten Streckenabschnitt werden die Wagen geschoben. Die Höhenmeter mittlerweile 4.144. Die Luft ist spürbar dünn geworden. Man vermeide schnelle Bewegungen. Die Salinas Grandes Noroeste gelten als die drittgrößten Salzseen der Welt. Sie gehören zu den Provinzen Salta und Jujuy. Normalerweise sind sie von einer festen Salzschicht bedeckt, aber es hat hier viel geregnet. Und so wetteifern Salz und ewiges Eis um die schönste Spiegelung.
An den Rändern dieser lebensfeindlichen Salzwüste prachtvolle Schmetterlinge im munteren Ringelreihen. Ein berührendes Wunder der Natur. Jetzt ist es soweit. Der Höhepunkt der Reise ist erreicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zunächst geht es rückwärts auf den Viaducto Polvoria. Jeder soll einmal hinabsehen dürfen. 2 Jahre lang wurde an dem waghalsigen Bau gearbeitet. 223 Meter lang und 63 Meter hoch ist er geworden. Dann setzt der Trainer Las Nubes wieder zurück. Und jeder, der mitfährt, kann behaupten, er ist über den höchstgelegenen Viadukt der Welt gefahren. Auf einer Höhe von 4200 Metern. Auf der anderen Seite endlich ein erster richtiger Halt. Fliegende Händler, die meisten kommen aus San Antonio de los Cobres, nutzen die Gunst der wöchentlichen Stunde und bieten Gestricktes, Geschnitztes und Gewebtes an. Shopping Andin. Eine Erinnerung an diese himmlische Reise nimmt fast jeder mit. Und sei es die an ein Tête-à-Tête mit einem südamerikanischen Kamel.